Schön, dass du eingeschaltet hast zur Roomtour. Bevor ich dir einmal mein Schlafzimmer zeige, möchte ich auflösen, wer die Berlin-Palette gewonnen hat. Und zwar ist das die Jasmin. Die habe ich auf Facebook schon angeschrieben. Ganz viele von euch kennen sie auch. Ich war überrascht, dass mal wer gewinnt, den ich kenne. Weil letztes Mal waren das halt welche, die ich jetzt nicht so gut kenne. Und ach so, Hummelbuch haben wir auch verlost. Die haben wir heute Morgen auch angeschrieben. Auf Facebook direkt. Guck mal, Jasmin. Das schicke ich dir. Und es ist sowas von limited. Und ich bin auch ein bisschen neidisch. Natürlich nicht im bösartigen Sinne. Ich schicke sie dir, ja. Deshalb schick mir die Adresse. Und dann kommt dieses wundervolle Schätzchen zu dir. Ja. So, außerdem suche ich mal wieder einen Tauschpartner. Ich habe ganz viel aussortiert, weil ich auch viele neue Sachen bekommen habe an Weihnachten. Die zeige ich euch auch. Aber die gleich. Erstmal die Tauschsachen. Und zwar ist das hier... Das sind zwei Tüten voller Tauschsachen. Und guck mal, ich schicke euch auch die tollen Tüten mit, die ich noch über habe vom Einpacken meiner Weihnachtssachen. Und die ist süß, oder? Ist die süß oder ist die süß? Also auf jeden Fall zeige ich euch einmal schnell, was drin ist. Einmal meine Diva-Sonnenbrille. Ich habe jetzt eine andere und mehr als eine. Und meine Sportbrille benutze ich sowieso nicht. Das hier habe ich von meiner Mama zu Weihnachten gekriegt. Ich finde das auch ganz toll. Aber ich habe so viele Yankee-Candles, dass ich das wahrscheinlich erst abbrennen würde... Weiß ich nicht. Im Jahr 2014. Und so lange darf ich Sachen laut Feng Shui nicht behalten. Es sind Duftkerzen, sie riechen toll. Es ist mit Räucherstäbchen. Ist also ideal. Aber zu viel. Auch zu Weihnachten bekommen. Von der lieben Larissa. Ich danke dir. Aber der Geruch ist für mich nicht genau das Richtige. Und deshalb gebe ich dieses Lush Duschgel weiter an jemanden, der sagt, jawohl, ich mag diesen Geruch. Das ist übrigens Snow... Fixery? Wird das Snow Fixery heißen? Ich weiß nicht genau. Und es riecht ein bisschen so nach Kaugummi, würde ich sagen. Und es glitzert. Und Duschgel habe ich auch total viel gekriegt. Zum Beispiel im Tauschpaket von Melly von Body Shop. Und das riecht halt alles eher so nach Vanille und nach Gewürzen. Das nehme ich öfter. Ja, sie geht jetzt weg. Ich liebe diese Palette. Aber ich habe zwei neue Paletten bekommen. Und deshalb muss ich eine abgeben. Und dann ist es doch diese geworden. Außerdem... Das wisst ihr ja schon, das habe ich euch schon gezeigt, gebe ich diese ab. Da fällt immer der Spiegel raus. Das ist ein bisschen blöd, aber deshalb gebe ich sie eigentlich nicht ab, sondern weil ich Paletten bekommen habe. Zwei Stück neu, zwei Stück gehen. Ihr wisst das. Boah, das ist ganz, ganz viel. Ich gucke nochmal, ob hier noch irgendein Highlight drin ist. Ach ja, etwas ganz Neues gebe ich mit ab. Und zwar die Gelsticker aus der Circus Trend-Edition von Essence oder LE, ich weiß nicht genau, wird wahrscheinlich beides sein. Und zwar habe ich gar nicht gesehen, dass das Gel-Sticker ist. Ich dachte, das wäre, es gibt doch diese Design-Sticker, die sind so ganz dünn und da machst du Lack drüber. Aber das hier ist so ein dickes Zeug. Und ich weiß es von mir, ich mag kein dickes Zeug auf den Nägeln. Ich mag das nicht. Vielleicht mag das jemand von euch, weil es haben ja viele auch Gel-Nägel, deshalb denke ich, ist das nicht so schlecht. Auch etwas ganz Neues, was ich mit abgebe, ist eine Limited Edition von Catrice. Braune Mousse, der braune Eyeshadow Mousse, schau mal hier. Die Farbe ist übrigens sehr lustig. Die heißt Would You Follow Me? Und Wood wird mit W-O-O-D geschrieben, also so wie Holz. Und sie ist toll. So ein schönes, dezentes Braun. Ich denke mal mittel, würde ich sagen, mittelbraun. Das Problem ist, ich habe 1 Million Browns als Puderlidschatten und als Base benutze ich im Moment eins aus einer Nat Venturista LE oder so. Also so einen glänzenden Gel-Eyeliner und von daher muss das weg. Ich liebe es. Also den rosanen und den goldenen habe ich behalten, aber diesen gebe ich weg, weil den würde ich nicht oft genug benutzen. Gibt es noch irgendwelche speziellen Highlights? Ja, mein... Manhattan, den man halt so nicht kriegen kann. Ja, ein paar Nagellacke von P2 und von Rival de Loup. Dann ein M&Y Liquid Blush. Da habe ich halt sowieso eins. Und zwar das aus der Vampire LE. Eine Feuchtigkeitscreme, ein Kiko Lidschatten. Dann haben wir hier Backstage Ballerina Blush Mousse, super als Base für Rouge. Ja,
noch dies und das. Also auch ein paar ganz tolle blaue Sachen. Auch die brauche ich nicht mehr, weil in meiner neuen Palette ist blau drin. Ja, wisst ihr Bescheid. Also ganz viel. Das ist alles dann in meinem Tauschpaket. Und wer tauschen möchte, der schreibt mir einfach auf Facebook eine PN. Und ihr braucht mir nicht schreiben, was ihr tauschen wollt, also was ihr schickt, das ist mir egal. Ich möchte lieber wissen, warum ihr gerne mit mir tauschen wollt. Okay, dann würde ich sagen, nächstes Thema. So, jetzt zeige ich euch einmal mein Schlafzimmer. Ihr wolltet das sehen nach dem letzten Haul-Video. Hier ist erstmal meine wichtige Dekoration und Schmusehund. Ist der Schweini? Sag mal hallo Mädels. Na, sie will jetzt weggehen. So, hier, ihr kennt ja mein Bett schon aus Dortmund. Und ich liebe diese Ikea-Bettwäsche. Und guck mal, diese süße Decke habe ich von Tina bekommen zu Weihnachten. Die ist voll niedlich. Und die andere Decke haben wir zwei bei Primark gekauft. Sie hat das auch in ihrem Schlafzimmer. Seht ihr ja? Weil ich zeige euch ihr Schlafzimmer nämlich auch. Dann habe ich anstatt eines Nachtschrankes, habe ich mir zwei so kleine Lackregale von Ikea montiert und habe dann einen Korb drauf getan, weil der Vorteil ist, darunter kann ich staubsaugen, ohne dass ich irgendwas machen muss. Das ist praktisch mit dem Hund. Ja, dann ist da noch so eine Lampe. Schwenken wir mal ein bisschen. Ja, es ist gar nicht so einfach. Das sind jetzt hier so Spiegel, die ich da an der Wand habe. Und ihr wisst das, wir haben nach Feng Shui eingerichtet, das heißt, die muss ich abhängen können, deshalb seht ihr da auch so eine Stoffbahn vor, zeige ich euch gleich mal abgehängt. So ist der Spiegel abgehängt, damit der nachts nicht das Bett spiegeln kann und deshalb habe ich ja auch die Himmelbett-Effekt. Eine ganz wichtige Location ist meine Schminkecke, die seht ihr da und ja... Da steht jetzt einiges rum, ich habe die benutzt. Logischerweise habe ich mich heute Morgen von dieser Seite, kommt man halt rein, dann sieht man erstmal die Schminkecke. Wie ihr seht, habe ich da unten angebaut. Und das ist normal ein Expeditregal und weil ich halt doch mehr Sachen habe, als ich dachte, habe ich auch etwas Neues bekommen zu Weihnachten, nämlich noch so einen Einsatz, damit ich genug Platz habe für alles. Ja, hier hatte ich euch schon mal rumgeführt. Hier sind meine ganzen Pinsel. Und meine Mascaras und Kajalstifte, noch ein bisschen Zeug, meine Sportbrille, meine Taschentücher. Ja, logisch hier, das ist meine Ablage. Das ist übrigens ein normales Lackregal, ein Spiegel drüber montiert. Ist geiler als jeder Schminktisch, den ich je hatte. Und ich hatte mal den Original-Frisiertisch von Ikea, von der Malm-Serie. Und der war schlechter. Na gut, dann habe ich hier noch ein paar Sachen. Rechts in der Dose sind meine Pigmente, in der anderen Dose ist ein bisschen Schmuck. Und da oben, das sind die Nuttenschuhe vom Bunny-Shooting. Hier sind meine Paletten drin und man kann sie nicht erkennen, weil sie alle schwarz sind. Egal, ich zeige sie euch gleich. Also beziehungsweise nur die neuen. Ja, hier ist mein Kleiderschrank. Der ist eigentlich ja ganz normaler Kleiderschrank. Ja, ich mag ja diese Einsätze, die es da so gibt, weil ich dann alles schön ordnen kann. Ich mache euch hier jetzt nochmal eine Tür auf. Entschuldigung, dass das ein bisschen wackelt. Aber ich mache euch ein iPad-Video. Ich hoffe, das geht klar. Und da kann ich alles schön aufräumen. Weißt du Bescheid. Sieht also alles schön ordentlich aus, also verhältnismäßig. Ich hoffe, ich werde nicht schwindelig. Und eine Sache muss ich euch unbedingt zeigen. Das ist eine neue Sache, die ich bei Ikea gefunden habe. Zum Ordnen von meinen Schals. Guck mal hier. Das ist so ein Ding, das kannst du so rausziehen. Ist das geil oder was? Ich finde das so praktisch. Was anderes in der Küchenabteilung findet ihr oft diese praktischen Hänger. Und die habe ich einfach in meinen Schrank reingetan, um Gürtel und Accessoires noch zu ordnen. Guck mal da oben auch. Die stören nicht beim Schließen des Schranks. Und ihr habt mehr Stauraum, ohne viel Geld auszugeben. Ja, so einen Schuhhänger habe ich mir noch gekauft beim Ikea. Weißt du Bescheid? Hier ist so mein Ausblick so ein bisschen. Man sieht jetzt nicht so viel aus seinem Garten raus. Und ja, das ist mein Schlafzimmer. Ach, eine Sache fehlt noch. Und zwar ist das nämlich mein Schrank. Guck mal da hinten. Den hatte ich vorher in der Küche und den habe ich jetzt mit Muffin-Geschenkpapier neu bezogen. Ich zeige euch das mal von nahem. Das ist ja so ein Ikea-Schrank. In den kannst du alles reinlegen, was du willst. Und ich habe von Primark für 1,50 Muffin-Geschenkpapier gekauft.
Und das ist jetzt da drin. Ich finde, das passt. In dem zu Schrank habe ich halt meine Nagellacke und so. Man sieht, ich habe sehr viele Einlegeböden, aber es ist viel noch nicht voll, dass ich halt auch noch Stauraum habe. Da sollen auch meine Handtaschen dann noch rein. Aber ich habe gar nicht mehr so viele hier. Das sind alles, was ich an Nagellacken habe. Aber ich brauche nicht so viele. Ich nehme immer nur Nude oder glänzende, klare. Ja. Weißt du Bescheid? So, das war jetzt meine Roomtour. Und Tinas supergeiles Feng Shui-Schlafzimmer zeige ich euch dann nächstes Mal. Ach ja, das ist auch der kleine Stuhl. Den gibt es auch beim Ikea unter 5 Euro. Das heißt, die Ecke hat nicht viel gekostet. Die Regale, das hatte letztens wer gefragt, die waren vom Chibo übrigens. Und ja. Jo, fertig. Fertig. Wie man sieht, fühlt sich mein Hund auch in meinem Schlafzimmer sehr wohl. Der hat schon wieder die Augen zu und ist am Pennen. Kannst du nochmal von hier aufs Bett gucken? Ich finde, das sieht alles echt ganz gemütlich aus. Die Wand, das ist übrigens Malve von T-Docs, falls ihr wissen wollt, was das für eine Farbe ist, weil das wurde letztes Mal gefragt. Und hier habe ich so eine, guck mal, so eine schöne Tapete drauf gemacht, statt einer Bordüre, weil da war vorher halt eine Bordüre und ich wollte jetzt da jetzt nicht unbedingt was Unpraktisches machen. Und das ist so ein Edelbraun heißt die Farbe. Ich würde sagen beige. Kein fertiges Himmelbett, sondern einfach eine Decke, so ein Seilsystem und da hängen dann diese Vorhänge vor, alles auch. Gemacht von Ikea. Weißt du Bescheid? Na gut.